Moin! Herzlich willkommen hier zur zweiten Sonntagsfolge heute. Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch, Vierfach-Map, Version 1.6 ohne Gräben und, wie sollte es anders sein, wir häckseln. Und ja, jetzt häckseln wir gerade nicht. Jetzt gucken wir mal, was der Aufschieber hier macht. Der ja jetzt gar nicht mehr aufschiebt, sondern der jetzt verteilt und verdichtet. Das mit dem Aufschieben, das hat mir nicht so gefallen. Aber mal gucken, was er jetzt hier so treibt. So viel ist es dann ja zum Glück auch nicht mehr. Wobei, ja, Feld 9 ist noch. Ist doch noch reichlich, wenn man hier mal so in die Übersicht guckt. Mal die ganzen Fahrzeuge ausschaltet. Feld 9. Naja, hat er gerade mal außen so ein bisschen. Dafür ist Feld 8 bald fertig. Da, wo wir gerade Körnermais dreschen. Da ist dann auch nicht ganz so viel. Da kommt der Abfahrer. Jetzt ist es auch schön gefüllt hier, kann man ja sagen. Bin dann auch froh, wenn wir mit der Maisernte fertig ist. Jetzt habe ich, glaube ich, ein paar ganz gute Einstellungen gefunden. Wo ich dann auch sagen muss, jetzt habe ich gar nicht mehr so viel Angst vor so einer Maisernte. Also das könnte man durchaus nochmal machen. Und vielleicht in einem anderen Silo natürlich. Das hier muss ja jetzt erstmal fermentieren. Was er jetzt macht, das weiß keiner. Liegt das jetzt daran, dass hier schon wieder Mais aus dem Silo rausguckt, oder? Ich weiß nicht, wie lange er jetzt im Kreis fahren will. Kannst du dir jetzt mal angucken, ob das jetzt eine Viertelstunde geht, die ganze Folge? Oder was da Sache ist. So. Los, fahr. Kipp ab. MB-Truck, durchdrehende Reifen. Ich weiß ja nicht, wo du immer hin willst, hier du Honky Honk, aber das wirst du mir jetzt gleich sagen. Da hinten ist der steht mein Fahrzeug, welches ich abtanken muss. Und dann fahrt er mal hin. Dann haben wir ja aber auch einen ganz schönen Erntemarathon hinter uns, muss ich sagen. Das hat echt lange gedauert. Das muss nächstes Mal besser gehen. Ich meine, und ich habe ja noch gar nicht so wirklich viele Felder. Wenn ich jetzt alle Felder hätte, dann wäre ich ja 5 Wochen nur am Ernten. Das kriegst du ja im Singleplay gar nicht hin. Ist ja unfassbar. So. Los, komm. Fahr da ran. Und tank ihn ab. Na los. Ja, MB-Truck steckt fest. Genau. Na, wo fährst du jetzt hin? Schätze ich mitten rein, ne? Joa, mach mal mitten rein. Aber das geht wohl auf. Das ist kein Problem. Okay.
fährt gerade gar nicht. Der hier fährt auch gerade nicht, weil er gerade abtankt. Aber es ist ja schön, dass das funktioniert. Es ist ja sehr schön, das beruhigt mich. So, jetzt muss er da bloß gleich mal wegfahren. Ja, hat auch verstanden. Weil er natürlich sonst voll im Gemüse steht sozusagen. Das ist schon cool gemacht. Also Jungs, die ihr Cosplay programmiert habt, Hut ab. Echt Hut ab. Ganz großes Kino. Also auch wenn es noch viele Kinderkrankheiten gibt, aber ey, allgemein das so hinzukriegen. Also, Respekt, muss ich echt sagen. Einmal schön dran vorbei, auch nicht schlecht. Was macht denn hier L9? Es wird langsam. Hier, Feld 8 ist ja gleich fertig. Ist ja cool. Haben wir zwar nicht wirklich viel Körnermais rausgekriegt, aber besser als nix, ne? Guck mal, wenigstens was für Schweinefutter. Guck mal, Schweinefutter. Auf Schieber. Ja, macht das schon gut. Ja, genau. Genau so muss das aussehen. Oder auch nicht. Ah, MB-Trag, du gehst mir auf den Keks. Du stehst immer wieder vor der gleichen Wand. Da will er abfahren. Du bist so dämlich. Du bist so dämlich. Oder ich bin so dämlich. Komm, ey.
Hallo. Sag mal. Das ist nicht so schön. Das funktioniert hier nicht so gut. Habe ich mit Sicherheit wieder irgendwas falsch gemacht. Ich möchte nicht am... Ich möchte am naheliegendsten Wegpunkt, möchte ich jetzt anfangen. So, der naheliegendste Wegpunkt ist ja jetzt nicht irgendwo einer da hinten, sondern hier einer direkt vor mir. Mist, ey. Guck mal hier. Da, Wegpunkt. Ja, Wegpunkt. Stehst du fast genau drunter. Da brauchst du nicht da hinten irgendwo hinfahren. Verstehe ich nicht. Verstehe ich echt nicht. Irgendwas ist da faul. So, komm, abladen. Ja, fertig werden wir mit dem Häckseln heute nicht, aber it is what it is. Dreh mal die Geschwindigkeit nachts ein bisschen hoch. Mal zu, dass ich jetzt hier irgendwie ja. Darf er nicht. Irgendwas ist hier an diesem Kurs ganz komisch. Habe ich irgendwas falsch eingestellt? Dann fahr du mal. Ach, 20 und 51%. Ja, jetzt müsstest du da mal wegfahren. Aber das verstehst du natürlich nicht.
Was ich jetzt hier mache, ist, ich will einfach mal hier ein bisschen das Silo hier vorne, ein bisschen, dass hier alles so rüber gekippt ist, will ich mal ins Silo reinschieben. Ich weiß nicht, ob das was ausmacht, aber... gleich zwei Abfahrer auf einmal. Natürlich auch echt hart, ne? Natürlich wirklich hart. Wirklich, wirklich hart. So, das gucken wir uns nochmal an, was der hier macht. Könnte das auch daran liegen, dass da vorne noch was. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Kommentar, dann lasst mir ein Like, abonniert mich. Ja, ist ja, erzähle ich jedes Mal. Ja, besucht mich bei Facebook, Friesenjung13. Oder kommt auf meine Website, friesenjung13.de. Und ja, in diesem Sinn. Hier jetzt noch einmal. Ich glaube, das ist schon okay eingestellt, das mit der automatischen Schildhöhe. Ich glaube, das passt schon ganz gut. Ja, ich sag ciao.